Hallo, es ist Freitag, der 12. Juli. Wir haben 17.43 Uhr und in diesem Clip geht es um den DAX. Mein Name ist Christian Schlegel und das ist das zweite Mal, dass Sie heute was von mir hören auf YouTube. Ich habe vorhin einen Film reingestellt über LVMH. Die gefallen mir nicht mehr so gut, aber jetzt geht es hier um den DAX. Und ich hoffe, Sie haben sich heute nicht allzu sehr gelangweilt am Freitag. Ich gehe mal mit Ihnen auf den Stundenchart, dass wir uns das nochmal anschauen. Das war wirklich frech. Da ist etwas gar nichts passiert. Wenn Ihnen das zu langweilig ist, biete ich Ihnen an, gehen Sie doch mal an so Werte wie Krones oder Continental. Da brauchen Sie abends kein Fitnessstudio mehr. Da sind Sie nämlich nass geschwitzt, wenn Sie den Tag überlebt haben. Vor allen Dingen in Conti. Meine Güte. Also, was ist das hier mit dem DAX? Die letzte Überschrift des letzten Films am letzten Wochenende war, die 12.438 sind wichtig. Und außerdem hatte ich geschrieben, dass er Angst vor der eigenen Courage hat. Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag. Den Film habe ich also hier gemacht. Und dann ging er auch hier unter die 12.438, hat die 10-Tage-Linie durchschlagen, hat auf der 20-Tage dreimal aufgesetzt, um sie dann letztendgültig nach unten zu verlassen und baut jetzt heute so einen kleinen Doji. Sie sehen, ich habe hier schon wieder einen weiteren Trendkanal eingebaut, dazu komme ich gleich. Der lange Trend seit Januar bzw. Ende Dezember, den haben wir jetzt erstmal wieder verlassen und wir sind aus auch diesem kleinen Trend rausgefallen hier. Ich nehme jetzt mal diesen hier weg, damit Sie das nicht zu sehr verwirrt. Ich lasse jetzt nur noch den drin. Jetzt kommt hier wieder so eine Art Korrekturtrend rein. Von der Technik her sieht der Freund so aus, dass die Bänder einen absoluten normalen Abstand haben. Das sind 600 Punkte, das ist nichts Außergewöhnliches. Die Gleitendurchschnitte sind alle in Ordnung. Ich finde es nicht so schön, dass wir mit einem Doji unter der 20-Tage-Linie schließen. Die ist bei 12.386. Aber ich nehme das erstmal so hin. MACD weiter negativ und zwar schon seit hier. Ja. Und zwar meine ich damit immer wieder diese moderne Sichtweise. Wenn das Histogramm kleiner wird, ist das ein Signal, vor allen Dingen, wenn es zweimal hintereinander bestätigt wurde. Die traditionelle Sichtweise, die gab mir erst hier ein Verkaufssignal an diesem Tag. Die Stochastik gilt schon als leicht überverkauft, aber das ist auch im Moment ohne Signal. Sie kennen das, ich sage, das hier sind Signale, wenn es von unter 20 über 20 geht. Sowas hier, sowas hier, sowas hier. Das hier sind die Signale, deswegen, das kann jetzt hier über Tage, wenn nicht gar Wochen so weitergehen, da ist nichts, was verwandeln kann. Bitte verfallen Sie nicht dem Moment der Antizipation, dass Sie sagen, es ist doch jetzt schon tief, das muss doch irgendwann mal hochgehen. Ja klar, garantiere ich Ihnen, irgendwann geht es wieder hoch. Die Frage ist nur, wann. Heute haben viele Märkte, außer den amerikanischen, was auf die Nase bekommen, also allen voran auch der SMI, 1,2% Schnittgut, ha? Aber das war auch bezogen auf verschiedene Gewinnwarnungen. Dann selbst die Franzosen, einer der besseren Märkte hier in Europa, haben auch was auf die Nase bekommen. Insgesamt scheint es so zu sein, ich wurde vorhin gefragt, wie kann man das denn erklären, dass der Dow steigt und die europäischen Börsen oder insbesondere der DAX halt fällt. Meiner Meinung nach hat man mehr Vertrauen in die amerikanischen Werte und weniger Vertrauen in das momentan krisengeschüttelte Europa. Das ist, ich nenne jetzt nochmal London, also beziehungsweise England oder Italien, auch Griechenland, das ist nicht alles so sauber. Wenn wir als Europäer schon kein Vertrauen in Europa haben, warum sollen das andere haben? Und da werden oftmals Mittel abgezogen, weil man die in den vermeintlich sicheren Häfen, wie jetzt zum Beispiel Amerika, sei das Nasdaq, sei das Standard & Poor's, sei das Dow Jones, eher investieren kann. Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Das ist so meine Denke momentan und ich glaube, das wird auch noch über eine ganze Zeit lang gehen. Gut, also vom Chart her habe ich diesen Kanal hier gezeichnet. Den will ich Ihnen mal auf Stundenbasis zeigt. Das ist jetzt der Stundenchart. Eine Kerze, eine Stunde. Und das ist der Kanal. Den kann ich sogar noch ein bisschen runterziehen. Dann verschiebt sich das aber im Tagesbereich, aber damit muss ich jetzt mal leben. Und damit heißt das, dass jetzt hier in dem Moment, also kurz vor 6 am Freitagabend, würde der Kanal gebrochen werden mit 12.369. Das wäre mir allerdings zu wenig. Ich möchte ihn hier drüber haben, über diesen Punkt hier, über das letzte Zwischenhoch. Und da sind wir bei 12.390. Dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieser Downtrend, dieser Kanal nach oben verlassen wird. Ja. Ob ich das am Freitagabend handeln muss, ist die nächste Frage. Ich gehe wieder zurück auf den Tag. Hier ist der Tag. Sehen Sie, jetzt hat er sich hier ein bisschen verschoben. Deswegen nehme ich den also auch mal raus. Nicht, dass Sie da jetzt irgendwie verwirrt werden. So.
Ich habe einen Punkt für mich gefunden, der das weitere Vorgehen maßgeblich beeinflussen kann. Natürlich das Jahreshoch, ganz klar. Wir waren noch nicht bei der 12.700. Das wäre nach oben ein schönes Signal. Aber nach unten ist es bei mir hier. Dieser Punkt. Und da sind wir bei 12.187. Das ist also, der ist maßgeblich für ein weiteres Vorrücken nach unten. 12.187. Es gibt aber auch noch einen sehr schönen Support hier, an diesem Punkt. Da haben wir noch ein Gap, das ist bei 12.271 vom 27.06. Dieser Punkt hier, das ist auch eine wichtige Unterstützung. Wenn wir den durchknabbern, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir auch unter die 12.200 gehen. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. 12.271, jetzt zeige ich Ihnen, wo das auch noch herkommt. Denn ich gucke ja immer nach so verschiedenen Clustern und da komme ich auf das 38,2er. Ziemlich genau hin. Das ist bei 12.261. Also zwischen 12.261 und 271 ist für mich ein ganz guter Support. Den sollte er tunlichst nicht vermeiden. Es wäre schick, wenn wir den runternehmen, gehen da drauf, also auf die 12.200, sagen wir mal 65 in die Mitte, dann würde sich das hier weiter abbauen. Und da muss man schauen, wie er sich verhält. Einen Long gehe ich erst wieder ein, wenn wir hier drüber sind, über der 12.658 oder diesen Stundenchart gebrochen haben bei 12.389. Für einen Long bietet sich meiner Meinung nach eine Basis an, die unter diesem letzten Zwischentief liegt. Das waren eben die 12.185. Der muss da drunter liegen. Das wäre mir zu heiß, den hier irgendwo zu suchen. Der sollte hier drunter liegen und ich habe den hier gefunden, 12.137. Und da liegen wir ziemlich genau auf dem 50er Retracement und dem dann bis dahin gestiegenen unteren Bollinger Band. Das ist für mich eine Basis, mit der kann ich leben. Das ist zwar momentan ein sehr hoher Hebel, aber in dem Moment, in dem wir den Stundenchart nach oben rausnehmen und hier vielleicht sogar ein kleines Ansteigen oder ein Anstieg weiter stattfindet, ist der Hebel nicht mehr so hoch. Und vor allen Dingen, wenn er dann hier oben ist, beim eigentlichen Kaufsignal 12.700, ist der eigentlich schon sehr moderat wieder. Im Moment klingt der mit 67 sehr, sehr heiß. Aber das ist die Basis, die ich suchen musste. Ich würde mir keinen hier unten nehmen, nach wie vor. Wir haben ganz merkwürdige Börsen und wir haben Gewinnwarnungen an allen Ecken und Enden. Gestern war es Krones, heute war es Daimler. Es ist, der Wirtschaft geht es nicht so toll, wie das die Arbeitsmarktdaten vermitteln. Gut, das ist also der Schein. 12.137,80 ist ein Open-End-Schein, ein K.O. Open-End-Schein, ändert also jeden Tag seine Basis. Der ist hier von Goldman Sachs und das ist die Kennnummer GA842Y. GA842Y. Das ist der Schein, der für mich in Frage kommt. Die Putz muss ich weiter wegsuchen. Das ist mir, der muss hier hinterliegen. Und der Put käme auch erst dann in Frage, wenn wir eben diesen Bereich von 12.187 verlassen können. Für die mutigeren bereits schon die 12.271. Und ich habe mich für den hier entschieden. Das ist ein 12.680er. Liegt also hier über diesem Jahreshoch und hat die Kennnummer GM3JJ9. Auch von Goldman Sachs 12.680. Die Börse bleibt spannend, wenngleich mühsam. Also gerade eben Conti, das habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen gehandelt, das ist schon wirklich schweißtreibend, das muss ich sagen. Das sind Bewegungen, die sind heftig. Und andere Werte schlafen dabei völlig ein. Deswegen, es bleibt nicht einfach und wenn keine Signale da sind, dann lassen Sie es einfach sein. Die kommen wieder, das garantiere ich Ihnen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.